Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Ich habe heute einen guten Freund von mir und ebenfalls Flirt-Coach Andy hier auf dem Channel, der ein Video für euch gemacht hat. Andy ist der Romantiker in der Flirt-Szene, beschäftigt sich sehr viel mit den Themen Beziehungen und geht in diese Richtung, wo ich ja eher in die Richtung Flirten, Sex und Beziehung gehe, ist er da sehr spezialisiert. Genau wie ich hatte er mal eine offene Beziehung, kennt sich mit diesem gesamten Themengebiet sehr gut aus, hat da schon mit sehr vielen Männern zusammengearbeitet und hat uns heute sein Wissen mitgebracht dazu. Wir hatten ja auch in letzter Zeit oft diese MGTOW-Diskussionen und deswegen hat Andy ein Video gemacht, in dem er nochmal erzählt, warum er persönlich Frauen vergöttert und wie man mit Frauen am besten umgeht, damit man wirklich erfolgreich mit ihnen ist und damit man auch erfolgreich im Sinne einer Beziehung mit ihnen sein kann. Das muss nicht unbedingt heißen, feste Beziehung, kann auch sein eine Affärenbeziehung, eine offene Beziehung, wie der Andy und ich das auch schon hatten. Andy teilt heute sein Wissen mit dir und mit mir und deswegen wünsche ich dir viel Spaß beim Video vom Andy jetzt. Ist Romantik tot? Du wirst wahrscheinlich viel gehört haben, dass du Hollywood-Filmen nicht trauen solltest. Du wirst viel gehört haben, dass Frauen ein Stück weit darauf stehen, wenn du auf sie scheißt, wenn du Status mitbringst oder dich nicht von ihnen abhängig machst. So crazy sich das auch anhört. Aber wenn dir dein Seelenheil wichtig ist, dann schau dieses Video bis zum Schluss an. Denn es kommt einfach darauf an, ob du dich für diese Weltanschauung entscheidest oder für eine andere. Wenn du möchtest, dass Frauen auf dich stehen, weil du Status hast, dann wirst du das schaffen können. Wenn du möchtest, dass Frauen auf dich stehen, weil du dein eigenes Ding machst und mehr oder weniger auf sie scheißt, dann werden auch darauf einige Frauen stehen. Aber was ist, wenn du was anderes möchtest? Ich möchte, dass Frauen auf mich stehen, weil ich verdammt nochmal Frauen liebe. Ich will ein Leben, wie im Hollywood-Film. Und wenn du mit so vielen Frauen geredet hast wie ich, dann wird dir irgendwann auffallen, hey, ich stehe sowieso nur auf einen bestimmten Typ Frau. Der ist loyal, der ist ehrlich, der ist cool, der ist intelligent, der ist wunderschön, der ist aber auch häuslich, mit dem kann man alles Mögliche machen, ist ein Luder im Bett, aber verdammt nochmal, sie hat was auf dem Kasten. Und diese Art von Frau, die hat genau dieselbe romantische Vorstellung. Das ist ihr Herzenswunsch. Sie will ihren Traumprinzen kennenlernen. Wenn sie mit ihren Freundinnen redet und sich darüber unterhält, wie sie denn gerne ihren Traumprinzen kennenlernen würde, dann ist das nicht im Club oder dann ist das nicht, weil er auf Tinder irgendwie clever zu ihr war. Dann ist das auf eine ganz bestimmte Art. Und die Art ist genauso wie in ihren Hollywood-Fantasien. Und in diesem Video werden wir zwei uns darüber unterhalten, was diesen Traumprinzen ausmacht. Denn verbiegen tut er sich sicher nicht. Er ist kein Schwächling. Er traut sich verdammt nochmal was. Ihr Traumprinz traut sich, sie schamlos zu verehren. Wie wäre es, wenn du auf alle Regeln, die du gelernt hast, ob auf YouTube oder von deinen Eltern oder von wem auch immer, alles, was du gelernt hast, wie du Frauen verführen kannst, was wäre, wenn du auf all diese Regeln scheißen könntest und Frauen schamlos verehren dürftest? Und Frauen dich dafür belohnen würden? Was zu schön, um wahr zu sein, oder? Nein, es ist möglich. Und jetzt beweise ich es dir. Wenn ich sie wunderschön finde, dann werde ich ihr das sagen. Und ich bin absolut bereit, sie dafür zu verlieren. Ich weiß, dass wenn ich einer Frau so ein Kompliment gebe, ich total damit rechnen kann, einen Korb von ihr zu bekommen. Und warum? Weil 99% aller Männer, die so etwas sagen, etwas im Schilde führen. Wenn du es ihr klar machen kannst, dass du nichts, rein gar nichts im Schilde führst, und von mir aus kannst du es ihr auch genauso sagen, dann wird ihr Computer erstmal Error machen. Sie wird sich nicht bewegen können, wird denken, was ist denn hier los? Und ich habe genau diesen Gesichtsausdruck schon tausendmal erlebt, weil es so cool ist zu sehen, wie eine Frau einfach bemerkt, dass du diese Spielchen nicht mitspielst, dass du anders bist, dass du diese Hoffnung bist, auf die sie schon so viele Jahre gesetzt hat. Diese radikale Oldschool-Männlichkeit, die sieht sie einfach selten. Ich sag's dir einfach, ich finde dich wunderschön. Und wenn du mir einen Korb geben möchtest, dann mach das ruhig. Aber ich werde mich niemals dafür entschuldigen, dass ich ein Mann bin. Hier, hol mal dein Handy aus. Wie ist deine Nummer? Das war's. Vollkommene Ehrlichkeit. Es durchbricht diesen ganzen Bullshit, den sie schon seit Jahren programmiert in den Kopf bekommt. Und vor allem bekommt sie seit Jahren auch die ganze Zeit in den Kopf programmiert, wie sie sich vor solchem Bullshit in Acht nehmen soll. Wie sie dann ihre typischen, oh, ich habe einen Freund und andere Ausreden auf dich hinwerfen kann. Aber wenn du so ehrlich bist, wenn du so knallhart einfach nur radikal verehrst, ohne Rücksicht darauf, was ihre Meinung ist oder die Meinung der Menschen um dich herum. Du stehst dazu, dass du ein Mann bist. Du stehst dazu, dass du sie verdammt nochmal willst. Dann wird sie daraufhin dir keinen Bullshit-Korb geben.
Sie wird erstmal stehen bleiben, das Ganze würdigen und dann wird sie sich von dir angezogen fühlen. Und wie machst du all das? Indem du bereit bist, sie zu verlieren. Denn du hast Ansprüche. Du willst eine Frau, die auch genau dasselbe möchte. Du willst keine Frau, die in Clubs von sich von irgendwelchen Typen knallen lässt. Du willst eine Frau, die wirklich auf eine tiefe Verbindung steht. Und die gibt es. En masse. Und wenn sie merkt, dass du wählerisch bist, dass du voll und ganz bereit bist, sie gehen zu lassen, dann wird sie ehrlich mit dir sein. Sie merkt, der Kerl, der würde mich niemals anlügen. Und wenn ich anfange, Spielchen zu spielen, dann ist er weg. Ich nenne es radikale Romantik. Zeig ihr, dass du radikal auf alle Meinungen der Welt scheißt und dazu stehst, dass du auf sie stehst. Wenn du dich mit dieser Philosophie verbunden fühlst, dann würde mich natürlich nichts mehr freuen, als dich gleich auf meinem Kanal wiederzusehen. So, bis gleich und danke, Tim. Danke nochmal an Andi, dass du dieses Video gemacht hast. Wenn du Andis Channel sehen willst und gucken willst, was er da auf seinem Channel noch so veröffentlicht, dann schau mal im ersten Link in der Beschreibung vorbei. Abonniere Andy auf jeden Fall, der macht großartige Videos. Erster Link in der Beschreibung. Müsst ihr ja auch links neben mir zum Abonnieren sein. Schau dort vorbei, abonniere dort gerne und dann freue ich mich, dass du heute dabei warst. Danke nochmal an Andy für das Video und wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin, ciao.